Hello and welcome to a new video on my channel. Machst du meine Begrüßung mit jetzt in meinen Videos? Nein, okay. Heute werden wieder Haare gemacht. Heute ist ein bisschen ein etwas besonderer Tag, weil die Kundin, die jetzt kommt, sie war schon mal da. Und zwar war sie einer der ersten Mädels, wo ich einen Princess Day gemacht habe. Also sie war mein Modell damals mit für ein Video. Und deswegen, sie freut sich schon und ich freue mich. Freue mich, dass wir uns wiedersehen. Und mal gucken, wie ihre Haare... Ja, ich kann mich erinnern, sie waren recht fein, sehr strapaziert und naja, wir schauen mal, ich nehme euch einfach mit. Also wir haben uns jetzt dafür entschieden, die Haare aufzuhellen. Ich werde erstmal im oberen Bereich aufhellen, weil wenn ich jetzt ganz normal zum Beispiel unterhalb anfangen würde, so wie ich das eigentlich sonst immer mache, bei ihr ist es so, dass die Spitzen relativ strapaziert sind. Das heißt, da wäre die Blondierung viel zu lange drauf und wir würden nicht das Ergebnis bekommen, was wir wollen. Deswegen fangen wir sozusagen erstmal oberhalb an, lassen so ein bisschen Millimeterchen den Ansatz raus, weil das zieht sich von selber dann hin. Und natürlich haben wir wieder Olaplex mit drin. Jetzt hier im hinteren Bereich, ihr könnt sehen, wir haben jetzt oberhalb den Teil, der Natur war, haben wir schon aufgehellt. Unterhalb, das habe ich erstmal rausgelassen, weil dieser Bereich schon mal blondiert war. Und vielleicht werden wir auch hinten schon eher abspülen. Mal gucken, jetzt fühlen sich ihre Haare noch sehr gut an, obwohl sie schon sehr, sehr hell sind. Und Olaplex ist einfach wieder mal der Hammer. Wir sind schon gespannt, oder? Das aussieht dann noch. Dauert noch ein bisschen. Okay. So, schaut mal, das ist jetzt unser Zwischenergebnis, also mit oberhalb dem Aufgehellten. Komischerweise, unterhalb haben wir noch nicht aufgehellt und irgendwie sieht das aber jetzt trotzdem schon voll heller aus, keine Ahnung. Wir müssen jetzt aber hier nochmal ran, dass das einfach einheitlicher wird. Also viele würden das vielleicht jetzt schon so lassen, aber einfach für das Ergebnis, was sie haben möchte, das wollen wir nicht. Deswegen machen wir uns die Arbeit und machen fein, so wie gerade, wenn du einfach aussiehst. Wenn dein Freund kommt, meinst du, der kennt dich noch? Ja. Weil ihr Freund, der ist neben... Ja. Danke, dass du mich darauf hinweist. Das danke. Aber jetzt auch besser. Ihr Freund, der ist für uns was zu essen besorgen, dass das alles auch gut wird. Wir müssen jetzt beeilen, weil sie wollen noch nach Berlin zum Fußballspiel. Freust dich schon mega drauf, ja? Freude. So, jetzt könnt ihr nochmal sehen, was ich vorhin meinte mit dem Absatz, also mit der unteren dunklen Farbe, die sie drin hatte. Und das haben wir erstmal rausgelassen und das müssen wir jetzt nämlich noch ausgleichen. Wenn die Haare offen sind, dann fällt das nicht so auf, aber das ist zum Beispiel so ein Fall, wenn man jetzt, keine Ahnung, macht schnell irgendwas drüber, geht nach Hause, wäscht sich vielleicht das erste Mal die Haare und dann denkt man, okay, was ist hier los, oh mein Gott, meine Haare sehen komisch aus. Ja, also die Haare immer mal abteilen und mal gucken, was da so los ist. Schaut mal, das ist unser Zwischenergebnis. Mega hell. Und wir schneiden nachher noch ein bisschen das Spitzchen. Und jetzt kommt die endgültige Farbe drauf. Und wir wollen es nicht ganz so gräulich. Also wir wollen es eher so im neutralen Bereich. Ansatz machen wir ein bisschen dunkler. Aber ihr seht es gleich. Richtig gut aus. Machen wir mal ein bisschen näher. Zeigen wir mal den Ansatz. Jetzt schnibbeln wir noch ein bisschen. Also meine Lieben, wir hatten ein bisschen Zeitdruck, weil der liebe Matthias, das ist ihr Freund, möchte heute noch zum Fußball nach Berlin. Und deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, die Haare mal glatt zu machen und das Make-up aufs nächste Mal zu verschieben. Okay? Ja. Ja, okay. Weil du nämlich nochmal zu mir kommst. Genau. Weil es dir mir so gut gefällt bei mir, stimmt's? Genau. Is suffocating. Meine Lieben, schaut mal bitte, wir sind fertig. Ich drehe durch. Es ist einfach nur wunderschön, geil, einheitlich und ja, mega. Fühlen sich auch noch richtig weich an. Wir haben keinen Verlust gehabt, haben ganz leicht die Spitzchen unten geschnitten. Schaut mal, oberhalb haben wir das so ein bisschen mehr neutralisiert und nach unten hin wirklich so ganz, ganz hell gelassen. Und ja, wenn euch das Ergebnis genauso gut gefällt wie mir, dann gebt doch dem Video einfach mal unten einen Daumen nach oben und schminken machen wir dann beim nächsten Mal, ja?
Okay. Was man nicht alles für die Männer tut, ne? Tschüss! Die neue Blondine. Verlässt Wünsch.